Felix hat ja auch ein paar Frauengeschichten, aber die möchte er jetzt bestimmt nicht ausbreiten, oder? Niemals. Also, ich fange jetzt mal an, was zu erzählen. Mal sehen, ob Felix durchdreht oder... Kann ich Felix mal was Kleines erzählen? Erzähl, was du willst. Okay. Also, Felix hatte mal Kontakt zu einer jungen Frau. Die Beete waren richtig dicke, so miteinander, ne? Man hat schon gedacht, hier... verfrühtes Ehepaar. Aber dieses Mädchen, der ging es nicht so gut. Lebt sie noch? Also gibt's sie noch? Ich glaube schon. Okay. Und die beiden waren halt richtig dicke miteinander. Wie hieß sie denn nochmal? Sarah. Genau. Und Sarah und Felix waren richtig dicke miteinander. Und der Felix, dieser kleine Hoden, ja? Ich habe große Hoden. Wisst ihr, was der gemacht hat? Er hat sie blockiert, ja, bei Facebook. Nur weil sie eine Spielanfrage gestellt hat an ihn und er so von sowas genervt ist. Wegen sowas, ja? Ich hab gesagt, dass ich sie dann blocke. Ich hab bei sowas kein Erbarmen. Jedenfalls, zwischenzeitlich waren ab Kontakt wieder da mit ihr, ne? Ja. Und ist er noch da oder jetzt wieder beendet oder wie ist das jetzt? Sie hat mich aus ihrer Facebook-Freundschaft gelöscht. Wie jetzt? Warum denn? Weil sie mich für einen schlechten Menschen hält, denke ich. Ey, jetzt mal ganz ernsthaft. Was ist denn? Ihr wart doch, du hast sie doch bei Facebook wieder angenommen und dann wart ihr doch wieder befreundet miteinander, ne? Wie ging's denn dann weiter? Was ist denn dann passiert? Nichts. Na komm, warum hat sie dir aus der Freundschaft für jetzt rausgenommen? Was weiß ich? Ich hab das irgendwann gemerkt und dachte mir so, okay. Aha. Du bist nicht daran interessiert, mal sich zu fragen, die Sache zu klären. Nicht, wie geil. Achso. Aber immer vorsichtig, ne? Lerne auch aus meinen Fehlern. Versuch es. Also wenn du versuchst zu klären deiner Frau, mach das nicht zu lange. Ja, wie hört das? Nur Deppen lernen aus ihren eigenen Fehlern. Intelligente Menschen lernen aus den Fehlern anderer. Moment. Ja, also man sollte sich nicht zum Horst machen, ey. Aufgrund einer Hoffnung. Ja, ich hatte ja. Ja, ich wusste es ja nicht. Nur leider hat ja dann diese Person ihre Meinung komplett geändert. Ich weiß bei ihr nicht mehr so genau, also bei manchen Sachen weiß ich nicht mal genau, was bei ihr passiert ist. Sie hat sich dann mir gegenüber einfach aggressiv gezeigt. Ohne Scheiß, ich habe den kompletten Gesprächsablauf von Facebook als Textdatei. Ja. Und mal gucke ich noch, cool, lese ich mir das mal durch, ich auch nicht. Aber diese Frau war schon... Das ist der typische Fall von... Man lernt eine Person kennen und die ist ja nett. Lernen sie mal näher kennen und kriegst das kalte Kotz. Und nimmt mir dieses so ungefähr, das würde ich so sagen. Das kennen wohl die Leute, die mich näher kennenlernen. Und ich muss mal sagen, es ist... Wie soll ich sagen? Ich scheine doch als Mensch doch bereift zu sein oder es scheint langsam wieder bergauf zu gehen. Erstmal, dass das mit Anker geregelt wurde. Nicht, nein! Sogar Felix, seine Mutter redet wieder mit mir. Ist das nicht fantastisch? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Also es geht bergauf. Das ist Falkos größter Erfolg in diesem Jahr. Ja. In diesem Jahr ist es... Ja, der größte Erfolg in diesem Jahr ist, würde ich sagen, dass ich auf Arbeit gut bis akzeptabel arbeiten kann. Weil was ich da mir für Dinger geleistet habe, jetzt, oh mein fucking Gott. Das ging ja, also, boah. Da wurden Krisensitzungen einberufen wegen mir, Warum lachst du da jetzt so dolle? Wieso? Ja, war aber so. Die Leute haben sich aufgeregt über mich, man arbeitet überhaupt nicht mal gerne mit mir. Ja, weil Frühschicht, weil ich bin in, also für gewöhnlich geht man ins Altenpflegeheim, für die Leute zu arbeiten, aber es ist ein privates Pflegeheim und das ist viel strenger. Du musst da einen Akkord, effektiv in einem Akkord arbeiten und das konnte ich nicht. Ich musste erst mal reinkommen in das System. Chaos was defeated, and now naja, ich hab's versucht, es wurde dann ein bisschen besser und dann wieder mich und dann, oh. I will destroy Station Square anyway. Ich würde sagen, es wurde auch besser, weil ich die Dienst gewechselt habe. Ich habe dann nämlich Spätdienst gemacht
Der ist viel besser, viel ruhiger, entspannter. Ich glaube, dadurch wurde es dann auch besser. Weil ich da mal rauskam aus diesem Trott, diesem Frühschiedstrott, und dann wurde es auch besser. Letztens wurde ich mal gelobt. Ich fand das ein bisschen kindisch. Wieso lobt man nämlich? Ich mache eh bloß meine Arbeit. Dass ich da richtig gut mitarbeite. Und das ging, also auf die Frühschicht geht. Das funktioniert schon auch mal. Manchmal. Ready?